Traditionell sind viele Rockets-Fans mit nach Jena gefahren. Da Sein City aufgestiegen ist und nun BBL spielt, wird es wohl für mindestens ein Jahr das letzte Thüringen-Derby sein. Gleichzeitig ist es das Eröffnungsspiel vom Alcoranz Jena Cup, einem Vorbereitungsturnier mit zwei Zweitligisten und zwei Erstligisten. Hier ist es der Zweitligist in Persona Robert Oehle, der die ersten Punkte im Turnier markiert. Also ich bin mir sicher, dass es, also die Aufstiegschancen sind sehr gut. Sehr gute Mannschaft, gutes Umfeld, gute Berater dazu geholt. Ich finde das Projekt auch gut und ich würde mich auch sehr freuen, wenn Gotha aufsteigt, weil es für den Basketball in Thüringen ein Riesenhype wäre. Wenn wir drinbleiben und vielleicht Gotha und wir beide in der ersten Liga, das wäre schon echt geil. Echt geil, keine Frage, das wär's. Aber mal langsam. Der offizielle Plan der Oettinger Rockets ist der Aufstieg innerhalb der nächsten zwei Jahre. Wenn sich die Mannschaft allerdings schon in der kommenden Saison sportlich durchsetzt, steht der BBL nichts mehr im Wege. Und was die Raketen zu dieser frühen Phase schon zeigen lässt, naja, zumindest hoffen. Carlton Guyton ist von den Oettinger Rockets in die erste Liga zu den Basketball-Löwen Braunschweig gewechselt und das hat er in der Vorbereitung festgestellt. I think Coach Enzmiga and Coach Estekamp, they did a great job preparing me. There's not really too much of a difference, just the speed and the guys are a little taller, I think. So nothing really that I wouldn't be expecting. In den Herzen der Fans ist der junge Mann unter dem Namen Scooty geblieben, wegen seines 1 gegen 1 und seiner guten Distanzwürfe. Und so einen gibt es ja heute auch wieder. Genau, der da. Auch die Freude ist natürlich groß, ne? Jetzt, das letzte Jahr war eine überragende Saison von uns. Wir haben ganz viele knappe Spiele gewonnen. Auch in den Playoffs noch, haben eine sensationelle Finalserie gegen Vechta gehabt. Hier mit 26 gewonnen und dann fast noch dort das abgegeben und dann Meister geworden. Ich glaube, großartige Saison. Und natürlich geht jetzt die neue Spielzeit los, aber trotzdem ist das so ein bisschen verknüpfend. Also, weil man so eine tolle Saison letztes Jahr hatte, darf man jetzt in der BBL spielen. Und wir freuen uns natürlich drauf. Worauf kommt es dann nach so einer Saison an? Oder anders gefragt, welche Tipps haben Sie vielleicht für die Oettinger Rockets, außer den sportlichen Aufstieg? Ich glaube, die machen das sehr gut. Wird alles sehr professionell geleitet. Sehr guter Trainer. Die Mannschaften spielen ordentlich. Fankultur sensationell. Also, ich glaube, ich kann da gar keine Hinweise geben. Einfach kontinuierlich weiterarbeiten und dann wird sich das auszahlen. Sensationelle Fankultur, die soll sich natürlich auch in der Messe Erfurt fortsetzen. Insgesamt Lob in höchsten Tönen vom Jena-Coach und apropos Höhe, Grant Gibbs auf Robert Oehle und das sind zwei seiner 22 Punkte im nunmehr fünften Vorbereitungsspiel gegen einen Erstligisten. Wir wollen das, weil das ist, man spielt gegen eine gute andere Mannschaft, das ist besser, denn ja, und wir können sehen, was die Spieler mussten vor dem BBL spielen, was vor die Mannschaft spielen. Und das ist nur vorbereitet. Wir hatten keinen Sieg, keine Niederlagen in dieser Saison. So für mich war es 0-0, aber ich zufrieden mit diesem Spiel heute. Also Sie selbst haben noch Vertrag bis 2017, das heißt diese Saison. Ja. Wenn Sie aufsteigen, bleiben Sie. Ja, wir sehen, hoffentlich. Ja. Ich hatte hier für die letzten drei Jahre in die erste Interview mit Herr Kolmer, die Ziel war Aufstieg in den BBL und das ist meine Personalziege und ich weiß für die nächsten zwei Jahre, für die Vereine und alle, wir haben diese Infrastruktur mit Erfurt, ja, wir wollen alles mit den Fans und das nimmt Zeit, ja, das nimmt Zeit bei dem Sport. Die Ziel ist besser denn letzte Saison, natürlich, wir hatten Halbfinale, aber wir müssen nicht so viel Druck machen, weil das ist eine neue Mannschaft mit 7, 8 neuen Spielern und wir müssen sehen, ja, wir hatten nur gegen einzige Pro-A-Mannschaft und wir wissen, wir haben die Pro-A in den letzten Jahren hat viel Entwicklung mit viel guten Mannschaften, Ex-BBL-Spielern, so wir müssen sehen, ja, und jetzt, wir spielen diese Saison. Das Spiel jedenfalls gewinnen die Oettinger Rockets gegen Sein City Jena mit 73 zu 66. Thomas Flettermann, wir haben jetzt in der Preseason eine Menge Spiele gegen Bundesligisten gesehen und auch viele Siege dabei. Wie stimmt Sie das für die Zukunft? Ja, wir haben natürlich mit Absicht auch Bundesliga-Mannschaften als Gegner uns ausgesucht, um uns einfach auch zu messen. Wenn wir jetzt von
jetzt 4 Spiele positiv gestaltet gegen Bundesligisten, wobei man das nicht überbewerten darf. Es ist immer noch die Vorbereitung auch für den Bundesligisten. Aber dennoch zeigt es uns, dass wir mithalten können und auch Spiele gewinnen können. Aber wie gesagt, überbewerten darf man das Ganze nicht. Wir arbeiten auf den 22.09. gegen Chemnitz hin und dann, wenn es da funktioniert, sind wir alle glücklich. Kann man sagen, ganz Basketball-Deutschland bzw. die zweite Liga schaut dann nach Erfurt und auf die Oettinger Rockets? Das kann man so sagen. Also es ist das Eröffnungsspiel der zweiten Liga. Es werden viele Vertreter, viele offizielle Vertreter der Liga da sein, vom DBB und auch von der Easy Credit BBL. Ich denke, das wird ein Basketballerlebnis für Erfurt und wir freuen uns alle drauf.